Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man drei neue Challenges macht bei der neuen Zombie Map. Oder einfach bei den Herausforderungen, als man einen neuen Charakter bekommt. Für das müsst ihr ja diese Feuerzombies, den ich da gleich abschieße, müsst ihr 10 solcher Zombies in einer Runde töten, aber nicht normal, sondern ihr müsst denen Headshots geben. Das ist ziemlich schwer. Und am besten geht ihr da in diesen Glitch rein. Den habe ich auch hochgeladen. Ihr könnt einfach ein bisschen in der Playlist rumschauen. Da seht ihr diesen Glitch. Wenn ihr in diesem Glitch drin seid, müsst ihr einfach so lange warten in einer Runde. Ihr dürft wirklich keine Zombies töten, nur diese Feuerzombies. Dann geht es am besten. Weil die bleiben so blöd stehen. Und wenn die so blöd stehen bleiben, könnt ihr ganz einfach auf den Kopf zielen. Und wie ihr gesehen habt, das war schon die erste Herausforderung. Und ja Leute, wer Bock auf das Easter Egg hat, soll mich bitte anschreiben auf der PS4. Mein Name ist SpeedyHD, ich blende den gleich mal schnell ein in einen Bildtitel. Und ja, die zweite Herausforderung ist, man muss 3 Runden lang nur Headshots verteilen. Das ist ziemlich einfach, ihr müsst einfach ein bisschen rumlaufen und euch achten, nur auf den Kopf zu zielen. Also wenn viele Zombies hintereinander sind, müsst ihr wirklich von denen weggehen und dass ihr nur immer einen nimmt. Sonst tötet ihr vielleicht den hinteren mit einem Bauchschuss oder was auch immer. Ihr müsst wirklich den Kopf abschießen, sonst zählt das nicht. Bei der letzten Runde, in Runde 3, fängt dieser Zombie an zu rennen und dann müsst ihr wirklich ein bisschen schauen, dass ihr diesen Kopf auch trifft. Am besten macht ihr es mit dem Karabiner 98, den kann man ja gleich am Anfang kaufen. Kommen wir schon zu der dritten Challenge und das ist, ihr müsst 20 Runden im Anfangsraum überleben. Das musste man ja bisher auf jeder Map, glaube ich. Ja, auf jeder Map musste man das machen. Die 20 Runden überleben, das ist ja ziemlich einfach. Wenn ihr zu viert seid, geht es. Ich habe es solo gemacht und es war nicht wirklich übertrieben schwer. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich freuen und bye bye. I know, I know that you like it like that. I wait designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a